So, hallo Norbert. Hallo Jan. Wir haben ja nun unsere ersten Videos da ins Internet gestellt und ich muss sagen, die Resonanz war ja überwältigend. Oder machen wir heute mal weiter? Hatten wir ja schon angekündigt. Wir haben, oder ich habe hier als erstes nochmal wieder so eine kleine Auswahl von Materialien und Werkzeugen, die wir benötigen. Auch hier versuche ich natürlich zu erläutern, was welche Sachen wir einfachst herstellen können. Aber wir fangen als erstes nochmal mit der Sicherheit an. Wir brauchen auf alle Fälle nachher ein paar Einweghandschuhe. Und zwar aus Nitril, nicht aus Latex. Weltfirma mit dem großen A. Gibt es in verschiedenen Größen. Wer was ein bisschen auf der Lunge hat, sollte sich vielleicht eine Atemmaske besorgen. Bei den kleinen Mengen, also mir ist bisher noch nichts passiert, aber zur Sicherheit, schaden kann es nicht. Es gibt Leute, die mögen das ganz gern. Ja, dann habe ich hier verschiedene Materialien auf den Tisch gepackt. Einmal Papier, wofür? Um den Tisch abzudecken. Auch hier das große I. Günstig und gut. Dann hatten wir letztes Mal das Klebeband. Dort aus dem Klebeband können wir zum Beispiel unseren Vakuumsack herstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nimmt man eine ganz einfache Baufolie, umschlagen, mit Klebeband abkleben, fertig. Oder man kann auch das als Sack, fertigen Vakuumsack, käuflich erwerben. Letzte Woche gab es bei Lidl Säcke mit 28 cm Breite. Das heißt, sie wäre eigentlich optimal gewesen. Ich nutze im Moment diese fertigen Säcke, klebe die dann aber nochmal ganz normalen Klebeband, Paketklebeband zusammen. So, dann seht ihr hier auf dem Sack ein Anschluss, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder teuer erwerben oder sich einfach im Metallhandel eine Messingschraube besorgen, zwei Unterlegscheiben, eine Mutter. So, diese kann ich wunderbar ganz normal zu Hause, Messingschraube, das Messing ist nicht so hart von der Materialhärte. Das kann man sehr gut einfach auf der Bohrmaschine einspannen, vor ein Loch reinbohren, einspannen, mit der Feile einen Absatz drauf machen, um dann. Dann suche ich hier gerade noch meinen Schlauch. Und dann kann ich den hierfür als Schlauchansatz nutzen. Als Zwischenlage, als Gummi, einfach einen alten Fahrradschlauch dazwischen. Aufschneiden, reinmachen, haben wir einen Vakuumsack. In den Vakuumsack, ich packe den hier mal eben beiseite, den brauchen wir nicht mehr. Gibt es mehrere Möglichkeiten? Man liest überall, wenn man so Profisachen liest, dann braucht man Absaugvlies und so weiter. Absaugvlies ist zum Beispiel dieses hier. Kann man käuflich erwerben, ist ziemlich stabil, ziemlich dick. Aber was viel einfacher geht, ist einfach das berühmte Aufsaugpapier, Zebra, Wisch und Weg. So, das lege ich hier zum Beispiel immer als Doppellage rein. Man sollte eins nehmen, was nicht so große Noppen hat. Also die Noppen zeichnen sich manchmal auf den Leitwerken ab. Es gibt ja auch welches, was also nicht ein bisschen flacher gepresst ist. Ich auch mal beiseite. Gut. So, dann brauchen wir einmal ein Wachs. Zum Auftragen des Wachses benutze ich einfach so ein Stück Schaumstoff. Eintauchen, die Fläche, also sprich das Meiler, einmal einwachsen, einmal aufpolieren, damit auch wirklich das Laminat sich nachher auch von dem Meiler löst. Ja, Meiler, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal das sehr stabile, ist im Moment, also mir ist im Moment nur R und G da bekannt. Hat einen Nachteil, man muss die Kanten sehr scharf, also gerade für die Leitwerke, sehr weitflächig anschleifen, damit das Laminat sich weit genug um den Kern
pressen lässt. Die andere Möglichkeit ist eine PET-Folie. Die PET-Folie, da kann man, wenn man Glück hat, im Internet, ich habe mal wirklich 70 laufende Meter für 10 Euro erworben. Die hat ungefähr 0,25 mm Materialstärke. Die benutze ich ständig. Mach mal eben her hier. Man sieht das schon, also die sind schon häufiger benutzt als Folie für die Leitwerke. Ja, dann brauchen wir noch eine Rolle Tesa. Ich mache auf das Leitwerk für die Scharnierlinie, klebe ich eine Rolle, einen Streifen Tesa hier auf das Meiler oder auf die PET-Folie. Dadurch kann ich nachher, entsteht eine kleine Kerbe im Leitwerk und da kann ich dann nachher einen Tesastreifen reinkleben, der dann das Scharnier bildet. Sehr effektiv und einfach, braucht man kein Kevlar oder Aramid. So, dann packen wir die Folien weg. Das haben wir auch schon mal. Ja, dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Gewebe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann dieses UD-Gewebe nehmen. Zum Beispiel 80 Gramm, das ist bei mir, benutze ich fast überall. Man kann auch die Streifen aus, solche Streifen, wenn man noch zum Beispiel, wenn man Spreadtau hat, kann man die Streifen hier so rausziehen. Und am Ende habe ich dann eine Bahn frei und habe hier schöne, saubere Streifen. Das gibt es aber auch auf der Rolle zu erwerben. Ja, dann brauchen wir noch Glas, 25 Gramm Glas, kommen wir zum Schluss zu. Ja, eine Pressvorlage, das heißt, um nachher das Leitwerk gerade auf eine Unterfläche zu pressen, oder ich habe mir hier so eine Pressspanplatte ausgeschnitten, zeigen wir nachher, wofür das noch benötigt wird. So, und jetzt kommt der Kernpunkt. Da ist natürlich, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man sieht ab und zu im Internet Aquariumpumpen. Das ist, finde ich, die sind eigentlich zu schwach. So, wie machen wir das jetzt hier mal eben? Ich hier mal eben. Ach ne, ich habe hier das Papier. So, eine Möglichkeit ist, viele Leute haben zu Hause einen Kompressor. Ich habe auch einen. Ups. Haben wir die Bude wieder auseinandergerissen hier. Einfach einen alten Baustellenkompressor. Den Luftfilter abgebaut. Kleines Aluminiumteil, auch auf der Bohrmaschine gemacht, mit der Feile, den Kompressor aufmachen und ich habe eine wunderbare Vakuumpumpe und gleichzeitig, wenn ich den Kompressor wieder zudrehe, habe ich einen Kompressor. Den benutze ich jetzt hier schon ungefähr seit 7 Jahren und das Gerät ist, glaube ich, schon 30 Jahre alt oder noch älter. Die zweite Möglichkeit ist, runter hier, die viel beschworenen Thomas-Pumpen. Da gibt es auch unterschiedliche mit unterschiedlichen Drücken. Ich habe hier natürlich relativ einfaches System. Norbert macht vielleicht noch mal ein Foto von seiner. Das ist natürlich sehr professionell aufgebaut. Diese Pumpe zieht ungefähr 0,98 Bar Vakuum, also Minus. Der Kompressor macht ungefähr 0,9. Neuerer macht vielleicht mehr. Ich benutze auch den vollen Druck. Ich stelle nichts ab. Wenn ich Styropor pressen sollte, dann muss man natürlich irgendwie auf 0,2 oder 0,3 Bar runter. Diese Pumpe hat einen riesen Nachteil, finde ich persönlich. Sie ist irre laut. Danach macht man hier nicht mehr arbeiten. Der Kompressor läuft im Verhältnis echt leise. Liegt vielleicht am System. Ich habe die Pumpe noch nicht so lange. Hier müsste man vielleicht nochmal, ich glaube, du hast dann einen Filter noch drauf, ne? Ja, so ein Filter, der die Luft beim Ausblasen verwirbelt. Verwirbelt, genau. Also dann soll die leiser werden und hier sind noch Gummiproppen. Vielleicht muss ich die nochmal irgendwie auf eine Holzplatte spannen. Ich habe die Pumpe aber noch nicht so sehr lange. So, auch mal beiseite. Ja. Ja, dann brauchen wir... Öl gefasst, mein Kompressor ölt ein bisschen. So, nehme ich die mal eben. Ja. Ups. So. Also, halt, ich habe noch was vergessen. Eine kleine Temperkammer. Ganz einfach.
vier Styroporplatten oder vier, fünf insgesamt kaufen oder erwerben. Einfach zusammenkleben mit Weißleim, Zahnstocher zusammenstecken. Zwei Birnen rein. Ich habe bei 240 Watt Birnen, hat diese Tabakkammer, bringt die ungefähr zwischen 49 und 55 Grad. Wenn ich PET-Folie verwende, gehe ich meist nicht weit über 40 Grad, weil die fängt bei meist über 40 Grad an Falten zu werfen. Alles andere würde auch mit der hohen Temperatur gehen. Als Temperaturüberwachung einfach ein Außenthermometer, hat fast jeder zu Hause, reingelegt, habe ich die Temperatur. Mach die mal an. Was das Allerwichtigste ist, eine gerade Unterlage. Meine ersten Flächen, ich habe mich immer gewundert, waren immer alle krumm, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, meine Wasserwaage auf meine Holzplatte zu legen und die war scheiß krumm. Also sollte man wirklich eine gute, gerade Unterlage schaffen. Dann ein paar Gewichte. Da sind möglich alte Batterien, sieht man immer wieder im oder man kann auf Steine nehmen, man kann Metallreste nehmen, also alles ist möglich. Nachher, um die gepressten Sachen nochmal richtig in gerade Form zu bringen. Ja, dann brauchen wir noch ein Harz. Da gibt es natürlich auch von verschiedenen Herstellern. Also es gibt HP. Ich benutze am liebsten das L385 plus ein L86er Härter. Hat den Vorteil, dass er wirklich gute 2 Stunden Topfzeit hat. Also Topfzeit ist im Grunde genommen, das heißt nicht Tropfzeit, sondern Topfzeit. Das ist die Zeit, wo man das Harz noch vernünftig aus dem Topf herausbekommt. Und das funktioniert auch im Sommer bei 25, 26 Grad kann ich da auch locker 60, vielleicht 65, 70 Minuten mitarbeiten. Und jetzt im Winter so bei 17, 18, 20 Grad schafft er die Topfzeit ganz gut. Wo man sich relativ sicher sein kann, da das Luftfahrtharz ist, das wird auch wirklich hart. Das heißt, ich habe wirklich meistens, also hier, wenn ich das in der Temperkammer habe, habe ich nächsten Morgen schon, also oder nächsten Abend kann ich weiterarbeiten nach der Arbeit. Obwohl andersrum das Harz, wenn ich das bei der normalen Temperatur härten lasse, 30 Stunden braucht und eigentlich, wenn man da mal richtig hinterguckt, bis zu 7 Tage bis zur Endaushärtung. Das heißt, man sollte auch die Flächen erst nach 7 Tagen aufschneiden, sonst wundert man sich, dass man immer noch eine schiefe Flächen hat, weil die härten noch ein bisschen nach. So, dann habe ich hier noch ein Färbemittel. Das gibt es so in kleinen Flaschen, hält relativ lange, gibt es in verschiedenen Farben. Da kommt ein Tropfen nachher rein, um das Laminat einzufärben. Da meine Kerne alle so rosa sind, und das sieht nicht in rein Natur eigentlich nicht ganz so schön aus, färbe ich die meisten Leitwerke ein. Ja, was brauchen wir noch? Das andere sehen wir gleich.